Herzlich willkommen in der Grundschule Kettenis. Mein Name ist Petra Schmitz, ich bin die Schulleiterin und würde euch mal gerne mit reinnehmen, da aufgrund der Corona-Pandemie kein Außenstehender in die Schule darf. Hallo, mein Name ist Daniela Kaiser. Ich bin die Chefsekretärin hier in der Schule. Wenn ihr anruft, habt ihr meist mich am Telefon. Ich kümmere mich um viele verschiedene Sachen, zum Beispiel die Krankmeldungen der Schüler oder die Essensorganisation. Bei einer Einschreibung mache ich mit euch den Rundgang. Das ist aber heute leider nicht möglich. Deshalb begleiten mich heute die Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen, aber auch einige Kinder bei unserem Rundgang. Hereinspaziert im Kindergarten. Ich bin Fräulein Carmen, Kindergärtnerin der Kleinen. Hier sind wir im Spielsaal. Hier verbringen die Kleinen sehr viel Zeit mit ihren Freunden. Hier haben die Kinder Spaß und Freude und entdecken viel. Hier wird getanzt, hier wird gelacht, hier wird gebacken, hier wird Sport gemacht. Und nicht zu vergessen, unsere Bobbycars. Die Kinder düsen mit den Bobbycars durch den großen Saal. Wenn die Kleinen sich eingelebt haben und sich wohlfühlen, dann sind wir startklar. Hallo, hier befinden wir uns im Theaterraum. Mein Name ist Fräulein Christiane. Ich bin das Fräulein der Mittleren. Und nächstes Schuljahr steigen die Mittleren mit mir zu den Großen. Morgens gibt es hier schon ab 8 Uhr eine Frühaufsicht. Im Theaterraum, da ist es richtig schön. Wir erzählen Geschichten, wir machen Vorführungen, wir singen Lieder, summen jetzt Lieder, Fräulein Claudia spielt Gitarre und hier gibt es auch Kostüme und die Kinder können sich verkleiden und Rollenspiele machen. Manchmal spielen wir auch Kasper-Theater. Ja, Kasper? Ach ja, stimmt. Ab und zu kommt hier auch der Fehlerteufel. Zahlenland. Hahaha, die Kinder sind ja so dumm. Die werden nie den Fehler rausfinden. Hallo, die Kinder sind doch gar nicht dumm. Ich kenne den Fehler. Ja, was war denn falsch? Bei der Frau 2 war 1 zu viel. Bei der Frau 5 war 1 zu wenig. Dann müssen wir mal den Hausmeister rufen. Hausmeister, kannst du mal nachkontrollieren, ob bei der 2 und der 5 alles okay ist? Bei 2 und 2 Tische. Hoffen wir das bei Ihnen noch so? Ja. Alles in Ordnung. Tschüss. Ja, hallo, ich bin Fräulein Edith. Genau wie Fräulein Christiane betreue ich während 2 Jahren eine Gruppe der Mittleren und nachher der Großen. Wie ihr seht, in unseren Klassen gibt es viele Spielecken und mit vielen verschiedenen Sachen sind sie ausgerichtet. In diesen Spielecken lernen wir auch unsere neuen Freunde kennen. Zusätzlich zu den Spielecken gibt es die Werkstätten oder die Ateliers, in denen erlernen wir selbstständig zu arbeiten und natürlich auch uns gegenseitig zu helfen. Einmal in der Woche gehen wir zum Psychomotorik. Dort dürfen wir die Mauer umstoßen, wir dürfen bauen, toben, spielen, klettern, alles was uns Spaß macht. Und dann gibt es natürlich noch was ganz Besonderes bei uns in Kettenis, das ist der Waldtag.
Seit vielen Jahren wandern wir jeden Freitag in unseren Kettenisser Wald. Immer von September bis November und dann wieder im Frühjahr. Dort im Wald erleben wir die Natur hautnah. Wir beobachten die Tiere und bauen wunderbare Häuser, in denen wir uns gerne verkriechen und verstecken. Da ist einfach der schönste Tag, den wir dort verbringen. Ja, eigentlich gibt es überall noch Spaß zu erleben. Ich hoffe, ihr hattet einen interessanten Einblick in unsere Schule. Falls Fragen sind, kann man sich immer bei uns melden. Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Instagram. Und demnächst ist auch unsere Webseite aktiv. Tschüss!